Ja, herzlich willkommen zu einer ein bisschen verschneiten Pressekonferenz heute im winterlichen Erfurt, was aber sehr, sehr schön ist. Finde ich gar nicht so schlecht, auch wenn gestern dann anhand des Schneegestöbers zwei Bundesligaspiele ausgefallen sind und wir das einzige Spiel waren, das ausgetragen worden ist. Ja, freue ich mich trotzdem ein bisschen mal Winterlandschaft zu haben. Ist ja schließlich Winter. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir gestern das Spiel gewonnen haben. Es war sicherlich kein Leckerbissen für Handballliebhaber, aber wir haben uns gefreut für jeden einzelnen Zuschauer, der trotz des Unwetters oder des schlechten Wetters in die Halle gekommen ist und uns unterstützt hat. Und wir konnten dann mit dem 32 zu 23 Erfolg über Solingen-Grefath dann unser Spiel unter der Woche, unser Bundesligaspiel, das wir wirklich als das tägliche Brot ansehen, um dann zu solchen tollen Auftritten wie am Samstag gegen Brela aufzulaufen, erfolgreich gestalten, auch wenn es sicherlich ein reines Kampfspiel war und eine reine Pflichtaufgabe. Aber auch Pflichtaufgaben müssen erfüllt werden. Und da weiterhin mit Annie Lott und Sonja Frei zwei wichtige Spielerinnen gefehlt haben und nebenzu auch noch eine Sarah Rönningen verletzt ausgefallen ist, beziehungsweise mit Grippe ausgefallen ist und Jennifer Rode und Josephine Huber angeschlagen in die Partie gegangen sind, war ich sehr, sehr froh, dass wir die Spielanteile verteilen konnten, dass wir alle, die auf dem Spielberichtsbogen waren, auch ihre Spielanteile bekommen haben. Die Spielzeiten wurden genutzt und auch mit Kim Ott, eine Jugendspielerin, die dann auch noch sogar ein Tor erzielt hat, was auch recht schön war. Letztendlich, wie gesagt, ein Spiel, das man gewinnen muss und nach dem Motto Mund abwischen und nach vorne blicken. An den Wochenenden, vergangenes Wochenende, das ganz tolle Spiel gegen Brela, wo ich wirklich auch im Nachhinein nochmal meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen muss. Das war fantastischer Handball auf allerhöchsten Ebene. Eine mannschaftliche Geschlossenheit, wie man sie sich erwünscht als Trainer. Eine Mannschaft, die gefeitert hat, die keine Sekunde aufgegeben hat und das Star-Ensemble von Brela dann hochverdient mit 32 zu 28 besiegt hat. Damit haben wir in dieser Gruppe 4 zu 0 Punkte und haben erstmal eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Ich würde sagen, dass wir uns wirklich fast schon so etwas wie ein entscheidendes Spiel erarbeitet haben, schon am dritten Spieltag in Chambray, weil sollten wir auch da erfolgreich herauskommen, dann hast du natürlich diese Gruppenphase wirklich, ich will jetzt nicht sagen in der Tasche, aber sowas von auf der Zielgeraden, dass du dann wirklich damit rechnen kannst, aus dieser Gruppe zu kommen. Letztendlich ist aber alles sehr ausgeglichen, weil Chambray hat zum Beispiel nur 29-27, also mit zwei Toren gegen Zagreb gewonnen. Lokomotiva Zagreb scheint auch noch mitmischen zu wollen. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel gegen Brela ausgeht. Und wir machen uns auf die weite Reise. Sollte alles mit der Deutschen Bundesbahn mit rechten Dingen zugehen und nicht noch irgendwelche Sachen dazwischen kommen, werden wir am Samstag relativ früh und in den Zug einsteigen, bis Paris mit dem Zug fahren und von dort dann nochmal so ungefähr 2,5 Stunden eine Busfahrt bis nach Chambray. Sollten da die Stricke Richtung Eisenbahn reißen, dann müssen wir nochmal umdisponieren und werden dann einen Tag vorher schon mit dem Bus fahren und nochmal eine Nacht irgendwo halten, weil der Weg dann rein bustechnisch doch zu weit wäre. Es ist so schön, international zu spielen. Es macht so viel Spaß und wir freuen uns so sehr auf das dritte Spiel in dieser Gruppenphase. Wir wissen, dass Chambray angetreten ist, um in diesem Jahr aus dieser Gruppe rauszukommen. Diesmal kennen sie uns, diesmal werden sie uns nicht unterschätzen, so wie letztes Jahr. Und sie haben gestern ein ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt, weil sie in der französischen Liga Nantes besiegt haben. Und Nantes ist für mich neben Storhamar einer der absoluten Favoriten auf den Sieg in der European League. Ja, von daher werden die mit breiter Brust kommen. Wir kennen die Mannschaft auch, nicht nur vom letzten Jahr, sondern natürlich auch haben wir sie in diesem Jahr beobachtet. Die Mannschaft, meine Mannschaft wird heute nochmal regenerieren, obwohl schon etliche Mädels heute hier im Sportpark im Krafttraining waren. Ansonsten heißt es doch nochmal, so schnell wie möglich die Leute fit bekommen. Helly wird heute Nachmittag um 15 Uhr mit Anni Lott in die Halle gehen und wir werden so einen Belastungstest machen. Anni hat sich die Woche wirklich sehr gut erholt und es gab Signale von der medizinischen Abteilung, dass es eventuell gehen könnte am Wochenende und das wäre natürlich schön, wenn man da nochmal auffüllen könnte. Ja, hier auch von meiner Seite her auch nochmal ein Dank an Lydia Jakubisowa,
Nemo hat wie immer sich auch diesmal bereit erklärt, zumindest mal neben der Bank Platz zu nehmen und im Notfall hier mit einzuspringen. Ich bin trotzdem ganz froh, dass dieser Notfall nicht eintreten musste und sie sich jetzt auch am Wochenende nochmal auf die zweite Damenmannschaft konzentrieren kann. Spiel im Chambray, sicherlich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wir müssen am besten wie gegen Brela die Anfangsphase erfolgreich gestalten, gleich Druck erzeugen. Unser Angriffsspiel war gestern in der Bundesliga nicht so effektiv, nicht so zielgerichtet, wie das europäisch auch sein muss. Aber letztendlich ist das ein neues Spiel und wie schon gesagt, es ist für Chambray ein wichtiges Spiel und für uns ein mitentscheidendes in dieser Gruppe. Auf wen muss man besonders aufpassen? Sicherlich auf den gefährlichen Rückraum mit Stojkovic, mit Offendal und mit Laura van der Heijden. Alles hochverdiente Nationalspielerinnen mit Clara Monti am Kreis, eine Norwegerin, die auch schon internationale Meriten hat. Und so könnte ich weiter aufzählen. Es ist eine Mannschaft, die sehr spannend ist, auf die ich mich freue, die auch sehr körperbetont spielen kann. Und wir müssen bereit sein, dagegen zu halten. Durch die Ausgangsposition ist der Zugzwang eher auf Seite von Chambray. Wir fahren locker dahin, werden aber alles reinwerfen, um den dritten Sieg in Reihe einzufahren. Vielen Dank.